meiner Seite ist eigentlich alles gesagt. Jetzt möchte ich erstmal die Pressevertreter. Möchtest du was fragen? Ja, ich möchte was fragen. Zuerst einmal von mir auch Gratulation. Mein 11 Punkte ungeschlagen nach 4 Spiele. Respekt. Kleinigkeit, die mich interessiert. Ich habe es, glaube ich, in meinem Eishockey-Leben noch nie erlebt, dass man 2+2 plus Spieldauer gegeben hat. Was hat der Peter genau gemacht, dass er die Spieldauer ohne den Fünfer kriegt? Das war der erste Spieler, der in die Schlägerei eingegriffen hat, in eine laufende Schlägerei eingegriffen hat. Das war die Aussage vom Schiedsrichter. Dann hat er Spieldauer gekriegt. Ja, das ist alles Ansichtssache. Ja. Wie gesagt, der Schiri ist, wenn das, glaube ich, ehemaliger Spieler wäre, hätte es anders angesehen oder anders betrachtet. Leider ist es nicht so. Dass da viel Adrenalin im Spiel ist, das weiß ja jeder und sowas. Ich habe dann, glaube ich, 5 Minuten gebraucht, bis ich den Peter runtergebracht habe, weil der war aufgeregt. Das war Wahnsinn. Das ist aus den Augen rausgekommen. Er ist emotional und sowas passiert einfach. Hier, ich weiß selber, NHL oder so, das sind bestimmte Spieler, die das machen müssen. Ja? Das ist etwas, was vielleicht die Zuschauer sehen wollen. Wieso soll man das dann vom Eishockey wegnehmen? Dadurch, dass wir das so bestrafen, dass der nächste Spieler nicht spielen darf. Grund zum Nachdenken vielleicht. Eine kurze Frage an unseren Trainer, an den Gasttrainer. Spielen Sie etwa vielleicht zu hart mit Ihren Burschen, weil Sie so viele Verletzte haben? Nein, wir haben so einen kleinen Kader. Also wenn ich mir das denke, bei uns... Ja, aber woher kommen die Verletzungen? Ja, der eine ist zurückgekommen vor einem Kreuzbandriss, der hat eine Zerrung. Der hat ein Jahr überhaupt nicht gespielt. Der eine hat Grippe, der andere hat sich im ersten Vorbereitungsspiel die Schulter kaputt gemacht. Und so zieht es durch. Also das hat, wie gesagt, beim Eishockey ist es halt einfach so. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir recht überhart agieren. Also ich glaube nicht, dass wir andere Truppe, andere Einstellungen an den Tag legen wie eine Mannschaft. Also und also ich entferne mich davon, dass ich sage, wir haben eine Psychomannschaft, das haben wir nicht. Wir arbeiten hart und wir versuchen jeden Zweikampf zu gewinnen, so wie es jeder Trainer fordert. Also der, der das nicht fordert als Trainer, da glaube ich, bist du im falschen Job. Also und wie gesagt, wie es der Kollege schon gesagt hat, jeder macht das als Hobby, jeder kommt, weil er eine Freude drauf hat. Und ich, also Psychos haben bei mir eigentlich keine Chance und jeder arbeitet hart, jeder möchte das Bestmögliche, jeder ist leidenschaftlich dabei und was wünsche ich mir als Trainer mehr, als wir einen lieblosen Haufen. Also da ist mir das schon lieber. Aber nicht, dass wir irgendwie ein Dammer haben, aber das ist nur mehr auf das Foul zu kommen. Das ist der Spieler, der am wenigsten macht, der macht alles mit Technik. Da wirst du normal keine dumme Aktion von ihm sehen. Und das heute, wie gesagt, passiert, ist oft so. Ich habe gehört, bei euch war es letztes Jahr so mit dem Fortney, da wo sich einer kurz vor der Bande umdreht mit einem Kanadier, der berührt ihn leicht, der fällt Kopf aus dem Bande. Mein Gott, das ist Risiko. Leider, wir spielen nicht Fußball, wo man immer abhängen kann, wo kein Körperkontakt gefragt ist. Das ist halt ein Männersport und deswegen haben wir ja alle da, oder? Ja. Ja, die Frage das ist der Föhrgar und nicht den, den sie gespielt haben. Nein, also das Foul an die Bande, das war der Busch. Das war der Busch, Markus. Und der Föhrgar ist dann als erster Nein. Das aber da, das, also man versucht, sie zum Schützen mit dem Dreier von drin. Dann darf ich auch nicht opfern. Also, ich denke, zu der Szene ist jetzt alles gesagt. Ja, der Frage an der Wieland. Also für mich ist das so vorgekommen, als wenn im ab so 5 Minuten, jetzt schon 5 Minuten im Mitteldrittel und im Schlussdrittel ihr Spiel zum Teil gezielt unfaire, böse Aktionen gegen den Westerkopf und den Hund gefahren haben. Und das kann ich mir ehrlich sagen. Da war als öfters die Schläge auf der Hand oder Kopfhöhe. Und das war also in meinen Augen sehr, sehr dreckiges Eishockey, mit, wo man Verletzungen vom Gegner bewusst und billigend in Kauf nimmt. Also ist mir schon klar, dass du eine Vereinsbrille aufhast. Du bist begeistert, das ist wunderbar, kannst du ja sagen. Aber bei uns hat keiner gezielt auf irgendeinen da Jagd gemacht oder irgendwas. Also, ja, nichts. Kann vorkommen in einem Spiel, aber es ist nicht irgendwas gesagt, dass ich sage, da jetzt nur auf den. Also das gibt es bei mir nicht und werde nie passieren und das lasse ich mir auch nicht unterstellen. Also, das habe ich halt eher schon wirklich. Ja, du sagst es ja. Also ich bitte, dass wir keine Unterstellungen hier jetzt treffen. Ich möchte, dass ein Pferd zueinander bleibt. Der Trainer. Ja, also ich muss dazu, das stimmt. Ja.
Also ich habe schon gegen Miesbach jahrelang vorher gespielt und die haben einfach eine erfahrene Mannschaft, die jahrelang zusammenspielt und die wachsen einfach zusammen. Das war nicht so, wie du das gerade sagst. Eishockey ist ein harter Sport. Aber dann soll man wissen, was man mit dem Schläger macht. Ja, du, die sind beide Schläger. Und du Männer hat auch die Lippen aufblasen. Da kriegen wir keine Strafzeit. Und das, wenn der Roman nachfährt und dann hat er, dann blüht er ein bisschen. Das ist noch. Nein, die Aktion gegen der. Ja, aber das hat einige Sachen. Das ist von eurer Seite genauso passiert. Und deswegen, ich werde auch nichts sagen, weil das ist halt einfach. Ist halt einfach Eishockey und. Ja. Also, es war nichts. Also ich komme total gerne nach Buchle und heute war ein besonderer Tag. Das ist ja wirklich so, das ist ein Kopfball. Ich denke, zu der Szene ist jetzt alles gesagt. Eine letzte Frage noch und dann... Ja, kann man zu der Verletzung vom Hannibal was sagen? Das ist schon früher passiert, Jahre vorher, und immer wieder nach. Da muss ich mit ihm noch reden. Vielleicht braucht es längere Zeit, nicht immer kurz und dann wieder Einsatz passiert, immer wieder. Der hat Probleme mit Innenbahn gehabt und als Torwart ist es natürlich noch mehr belastend und da reicht falsche Bewegung, nicht gleich eine Entzerrung, ein bisschen Blut drin, deswegen ist das schmerzhaft. Ich habe gestern schon extra gefragt, ob der als Backup kommen kann, weil ich den Racy da gehabt habe, dass man gleich reagieren kann. Ich brauche natürlich zwei Fette. Hat er gesagt, ja, das ist kein Problem. Also jetzt warte ich vielleicht noch eine Woche, zwei Wochen, wie sich das entwickelt. Was der Arzt dazu gesagt, der war beim Arzt, Diagnose ist einfach eine Zerrung an der Wade, wo Muskel an die Wade geht. Deswegen bei jedem Bewegung und dann wieder hoch ist es sehr schmerzhaft. Und wenn sich der Spieler mehr auf Schmerzen konzentrieren muss als auf seine Spur, dann ist es natürlich ein bisschen kompliziert, den als erster Torwart einzusetzen. Gut, okay. Dann denke ich, es ist soweit alles gesagt für heute. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt. Okay, alles Gute. Danke. Dir nochmal Gratulation. Danke, servus.